Wie viel Prozent der Gesamtfläche ist von dem von Kreisbögen berandeten, schattierten Gebiet überdeckt? Was meint ihr? Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Ich möchte mit euch die Aufgabe C3 des Känguru-Wettbewerbs 1998 für die Klassenstufen 9 und 10 lösen. Ich persönlich finde, dass dies wirklich eine ganz, ganz tolle Aufgabe ist, wenngleich sie sehr verräterisch ist. Wir sollen also einen Prozentsatz bestimmen, und zwar den Prozentsatz für die Überdeckung der Gesamtfläche. Und ich denke, da kommt man ziemlich schnell auf die Idee, wir könnten ja zunächst einmal die Gesamtfläche ausrechnen und von dieser Gesamtfläche müssen wir diese weiße Fläche abziehen und dann bleibt ja nur noch diese graue Fläche übrig und dann kann man auch den Prozentsatz bestimmen. Also irgendwie müssen wir etwas von 100% von der Gesamtfläche abziehen. Und wenn wir uns die Antwortmöglichkeiten anschauen, dann gibt es nur eine einzige Antwort, wo steht 100 minus. Also insofern würde ich einmal vermuten, dass die Antwort A die richtige ist. Und das wollen wir jetzt einmal überprüfen. Berechnen wir zunächst die Gesamtfläche, also von diesem Rechteck, und dabei wollen wir davon ausgehen, dass so ein Teilquadrat eine Seitenlänge von einer Längeneinheit besitzt. Und damit können wir jetzt sagen, dass das Rechteck eine Flächeneinheit von 6 mal 4, also von 24 Flächeneinheiten besitzt. Wenn wir nun den Flächeninhalt des grau schattierten Gebiets berechnen wollen, dann müssen wir diese weißen Flächen subtrahieren. Und wenn wir uns zunächst einmal diese weiße Fläche anschauen, dann sehen wir, dass diese von einem Viertelkreis oder dass diese durch einen Viertelkreis beschrieben wird. Und zwar von einem Viertelkreis mit dem Radius 2 Längeneinheiten. Und diesen Viertelkreis, den finden wir viermal. Den finden wir einmal hier, dann noch einmal hier, also jeweils in den Ecken. Und wenn wir vier Viertelkreise haben, dann haben wir zusammen einen Kreis. Und wenn wir nun den Flächeninhalt von einem Kreis bestimmen, das können wir mit der Formel Pi mal R Quadrat tun. Und damit können wir jetzt den Flächeninhalt von dem, was ich hier violett schattiert habe, ganz schnell berechnen. Und zwar einfach Pi mal 2 zum Quadrat. Denn wir haben es ja hier mit einem Kreis zu tun, der einen Radius von 2 Längeneinheiten besitzt. Das heißt, dieser Flächeninhalt beträgt dann 4 Pi. Dann haben wir noch dieses Gebiet und da sehen wir schon, das sind Halbkreise. Und zwar Halbkreise mit dem gleichen Radius. Und zwar jeweils mit einem Radius von einer Längeneinheit. Und damit ergeben diese beiden Halbkreise zusammen ebenfalls einen Kreis. Und auch von diesem können wir den Flächeninhalt bestimmen. Also Pi mal 1 zum Quadrat. Und das ergibt dann Pi. Und damit können wir jetzt den Flächeninhalt dieses grau schattierten Gebietes berechnen. Wir nehmen also den Gesamtflächeninhalt des Rechtecks 24 und subtrahieren davon die Flächeninhalte der Kreise, also 4 Pi plus 1 Pi und das sind dann 5 Pi. Insofern können wir sagen, das grau schattierte Gebiet überdeckt eine Fläche von 24 minus 5 Pi. So, und wenn wir jetzt den Prozentsatz bestimmen wollen, dann müssen wir zunächst einmal überlegen, was der Grundwert ist. Und der Grundwert ist die Gesamtfläche, also unsere 24. Und damit können wir die 24 in den Nenner schreiben. Im Zähler steht jetzt der Prozentwert und das ist die Fläche von dem grau schattierten Gebiet, also 24 minus 5 Pi. Und das Ganze müssen wir noch mit 100 multiplizieren, damit wir dann unseren Prozentsatz bekommen. Wir können jetzt einige Umformungen vornehmen. Wir können 24 minus 5 Pi durch 24 auch schreiben als 24 24stel minus 5 24stel Pi. Das Ganze mal 100. 24 24stel sind auch 1, also 1 mal 100. Das ergibt dann 100. Minus, wir müssen das Distributivgesetz anwenden, 5 24stel Pi mal 100, also 5 24stel mal 100
mal Pi. Und wir können jetzt noch kürzen. Und zwar durch 4. Und damit erhalten wir im Nenner 6. Und hier erhalten wir 25. Und wenn wir nun noch alles zusammenfassen, dann ergibt sich 100 minus 5 mal 25, also 125. Und im Nenner haben wir die 6, also 125 Sechstel mal Pi. Und wir sehen, dass wir richtig geraten haben, also die Antwort A stimmt. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.